Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sinnedomme. Heute geht's um den Disney-Animationsfilm Baymax. Oder wie er im Original heißt, Big Hero 6. Fangen wir an mit der Story. Die Story ist relativ ungewöhnlich für so einen Disney-Animationsfilm, was mir schon mal sehr gut gefallen hat. Wir begleiten Hiro, der ein hochintelligenter junger Mann ist und aber nicht so richtig was aus seinem Leben macht. Und sein großer Bruder bringt ihn dann dazu, ein bisschen was draus zu machen. Und dann passiert ein Unglück und dann entspinnt sich so die Geschichte. Viel mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall hat sie mir sehr gut gefallen. Hat Herz, hat Witz, hat Tragik, ist alles so ein bisschen mit drin. Wirklich eine von den besseren Stories bei den Animationsfilmen. 9 von 10 Punkten. Dann kommen wir zu Figuren und Darstellern. Die Figuren gefallen mir alle sehr gut. Die Charakterisierungen sind relativ gut für so einen kurzen Animationsfilm. Und besonders natürlich die Hauptattraktion des Films, Baymax, der knuddelige Roboter, der ist halt wirklich, wirklich, wirklich toll, wirklich genial. Allein schon der Humor, der entsteht durch die Art und Weise, wie er sich bewegt und so, wirklich fantastisch. Deswegen kann ich hier sagen, 10 von 10 Punkten bei Figuren und Darsteller. Dann kommen wir zur Atmosphäre und Design. Da muss ich sagen, die Atmosphäre ist toll. San Fran Tokyo, also diese Mischung aus San Francisco und Tokio, finde ich schon mal ziemlich cool, ist mal ein interessantes Setting. Und auch was die Designs angeht, besonders Baymax gefällt mir da sehr gut. Bei den Nebencharakteren war so das eine oder andere dabei, wo mir nicht so ganz hundertprozentig gefallen hat. Aber auf jeden Fall auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau, 9 von 10 Punkten bei Atmosphäre und Design. Dann kommen wir zum Humor. Da muss ich sagen, war ich überrascht bei dem Film. Ich finde, der Humor, der drin ist, ist super gut, zündet bei mir absolut, finde ich richtig witzig. Aber es ist deutlich weniger Humor drin, als ich nach dem Trailer vermutet hatte. Deswegen ziehe ich ein bisschen was ab, obwohl er trotzdem ein recht witziger Film ist. 8 von 10 Punkten bei Humor. Dann kommen wir zu Schnitt und Kamera. Da muss ich sagen, Schnitt war super, absolut toll. Kamera, waren ein paar richtig coole Sachen dabei, aber halt nicht durchgängig, sondern es war auch viel Konventionelles, was ich halt gerade bei Animationsfilmen, habe ich glaube im letzten Video auch schon gesagt, manchmal ein bisschen schade finde. Trotzdem 8 von 10 Punkten, also auf hohem Niveau das Ganze. Dann kommen wir zu Effekte und Action. Also die Animationen sind absolut über jeden Zweifel erhaben, toll, Haare und so weiter, also wirklich, wirklich gut gemacht. Die Animationen an sich sind super gut und auch die Action, muss ich sagen, ist bei dem Film echt cool. Da haben sie sich was einfallen lassen, hat mir wirklich gut gefallen, 10 von 10 Punkten bei Effekte und Action. Dann kommen wir zur Spannung. Hier muss ich sagen, ist für einen Animationsfilm verhältnismäßig viel Spannung drin. Zum einen rätselt man so ein bisschen, wer der Schurke ist, was so ungewöhnlich ist und hat mir ganz gut gefallen. Trotz allem ist natürlich nicht so die Mega-Spannung wie jetzt bei anderen, bei Thrillern oder sowas. Trotz allem hat mir die Spannung gut gefallen, hat mich am Film interessiert gehalten. 8 von 10 Punkten. Dann kommen wir zum Soundtrack. Hier muss ich sagen, der Titelsong, der gefällt mir sehr gut. Fand ich super gut. Der Rest des Soundtracks fällt leider so ein bisschen ab. Trotzdem ist es ein sehr guter Soundtrack. 8 von 10 Punkten beim Soundtrack. So, dann kommen wir zur Genrewertung. Also im Genre der Animationsfilme gehört Baymax zu meinen Lieblingen. Zum einen, weil Baymax einfach so ein wirklich super toller Charakter ist. Dann hat mich der Film das ein oder andere Mal ein bisschen überrascht durch so Dramatik und so, und die Message des Films fand ich schön. Und er reißt einen immer wieder so von Lachen zu ein bisschen traurig und hat dann eine sehr gute Mischung, so wie die Disney-Pixar-Filme meistens haben.
Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. 10 von 10 Punkten in der Genrebewertung. Also absolute Empfehlung. Und auch, ich weiß, Animationsfilme sind nicht jedermanns Sache, aber gebt dem Film trotzdem eine Chance. Er weiß wirklich super gut zu unterhalten. Also ich kann ihn jedem empfehlen. 9 von 10 Punkten auch in der Gesamtwertung. Schaut ihn euch unbedingt an. Und wenn ihr der Ansicht seid, dass dieses Video gut war, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Bei Anregungen oder Kritik schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann.